Irgendwo in einer fernen Galaxie. Ein gigantischer Stern, 50 Mal so massereich wie unsere Sonne. Millionen Jahre alt und kurz vor seinem Tod, der sich in seinem Inneren anbahnt. Am Ende eines Sternenlebens kann es zum gewaltigsten Energieausbruch kommen, den man im Universum kennt. Einem Gamma-Blitz oder englisch Gamma-Ray-Burst. Obwohl sie nur wenige Sekunden oder Minuten dauern, setzen Gammablitze mehr Energie frei als unsere Sonne in 10 Milliarden Jahren. Für einen kurzen Moment ist ein Gammablitz heller als alle anderen Objekte im Universum. Doch wie genau entstehen Gammablitze? Ihre Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt. Meist steckt eine Hypernova dahinter, die Explosion eines ungewöhnlich massereichen sterbenden Sterns. Noch lodert im Zentrum des Sterns die Kernfusion, aus der der Stern seine Energie schöpft. Und sie verleiht ihm Stabilität gegen seine eigene Schwerkraft. Im Zentrum des Sterns hat sich ein Kern aus Eisen gebildet, gleichsam die Asche der Kernfusion. Weil die Fusion zum Erliegen gekommen ist, kann der Kern keinen nach außen gerichteten Druck aufrechterhalten. Nun hat die enorme Eigengravitation des Sterns keinen Gegenspieler mehr. Ihr Druck nach innen wird so stark, dass selbst im Eisenkern die Atome kollabieren. Elektronen aus der Atomschale dringen dann in die Atomkerne ein und vereinigen sich mit den Protonen zu Neutronen. Dadurch schrumpft der Eisenkern zu einem faszinierenden Himmelskörper, einem Neutronenstern, einem rasend schnell rotierenden Objekt mit nur 20 Kilometern Durchmesser und extrem hoher Dichte. Ein Zuckerwürfel aus Neutronenmaterie hat etwa eine Masse wie die Alpen. Bis zu 3 Sonnenmassen birgt die Neutronenkugel in ihrem Inneren. Hat der Ausgangsstern eine sehr große Masse, kollabiert der Kern in Bruchteilen von Sekunden zu einem schwarzen Loch. Eine Raum-Zeit-Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. In diesem Szenario existiert der Neutronenstern als Zwischenstadium nur eine Sekunde. Was immer in einem schwarzen Loch verschwindet, kommt nie mehr zum Vorschein. Nicht einmal Licht kann einem solchen Gravitationsmonster entkommen. Noch wird das schwarze Loch vom Gas des Sterns umgeben. Aufgrund der Anziehungskraft der Gravitationsfalle sammelt sich Gas in einer sogenannten Akkretionsscheibe. Mit hoher Geschwindigkeit kreist nun das Gas um das schwarze Loch und wird unvorstellbar heiß. Durch die Zentrifugalkraft bleibt die Scheibe stabil gegen den Sog aus dem Zentrum. Und das Gas verschwindet nach und nach im schwarzen Loch. In der Scheibe entwickelt sich unterdessen ein extrem starkes Magnetfeld. Wird es zu stark, schießt das Gas aus der Akkretionsscheibe zu den Polarbereichen des schwarzen Lochs und von dort hinaus ins All. Und das nahezu mit Lichtgeschwindigkeit. Sogenannte Jets sind entstanden. Brechen die beiden Jets durch die verbliebene Sternhülle, explodiert der Rest des Sterns schließlich in einer gigantischen Hypernova, dem gewaltigsten Energieausbruch seit dem Urknall. Die Energie, die dabei frei wird, entspricht der Explosion von 10.000 Billionen Billionen Wasserstoffbomben. In den beiden Jets kommt es zu heftigen Stößen zwischen den Gasmolekülen. Diese Stöße sind es, die vermutlich die hochenergetische Gammastrahlung verursachen und damit die Gammablitze, die wir auf der Erde beobachten. Aber nicht jeder Stern endet als Neutronenstern oder schwarzes Loch. Massearme Sterne, wie etwa unsere Sonne, sterben als weißer Zwerg und bilden beeindruckende planetarische Nebel ohne Gammablitze. Sterne mit Kernen zwischen 1,4 und 3 Sonnenmassen bilden stabile Neutronensterne. Umkreisen sich zwei solche Objekte, verlieren sie Bewegungsenergie und können schließlich miteinander verschmelzen. Auch hier entsteht eine Akkretionsscheibe. Und wieder kann das Gas darin durch magnetische Effekte zu energiereichen Jets gebündelt und ins All geschossen werden. Am Ende kommt es auch bei diesem Szenario zu einem Gammablitz. Praktisch jeden Tag beobachten Astronomen mit Hilfe von Satelliten einen oder mehrere Gammablitze. Jeder einzelne Zeuge einer unvorstellbaren Explosion in den Tiefen des Universums.